Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Darksiders Warmastered Edition. Nachdem wir im letzten Part ja so ein bisschen sinnloserweise hier nochmal hochgeklettert sind, weil ich dachte, hier ist ein toller Schatz oder ähnliches versteckt und in Wirklichkeit war einfach gar nichts da, machen wir uns dann jetzt wieder auf den Weg, die richtige Seite hinauf zu klettern und dann den Weg Richtung der wunderbaren Quälerin fortzusetzen. Schauen wir mal, ich freue mich ja auf ein Wiedersehen, ne? Gerade eben war sie ja schon vorfreudig, uns immer noch hier durch ihr Refugium sozusagen krabbeln zu sehen. Das hat sie ja richtig matt gemacht und da wird so ein Wiedersehen nachher bestimmt relativ gut. Nur werden wir da wahrscheinlich keine Minigun haben, aber auch das bekommen wir alles hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Außerdem wird es ja auch Zeit, dass ich mal ein bisschen sterbe, ne? Man will ja auch mal sterben. Fürs gute Gefühl. So, ich verspreche euch, es ist jetzt das letzte Mal, dass wir diesen scheiß Zug irgendwo hin bewegen. Aber jetzt geht's weiter. Gero, du bist jetzt nicht wirklich wieder raus. Ich habe dir doch gerade lecker Futter gegeben und dann hast du was gegessen. Und dann hast du gedacht, nee, komm, ich guck dem Fuchs lieber beim Daddeln zu und hast dich mit hier reinbegeben. Jetzt musst du auch hier bleiben. Ah ja, er setzt sich bei Schatzi auf den Schreibtischstuhl und zockt da auch ein bisschen jetzt. Ist so vernünftig. Ist vernünftig. So. Hier waren wir ja schon, deswegen ne, nichts Neues, nichts Spannendes für euch, aber gleich wird's lustig. So, na, weiter und hinauf. So, auf geht das. Jetzt müssen wir schauen, wo geht das denn weiter? Weiter, immer weiter. Wir müssen wahrscheinlich jetzt da entlang. Mal gucken. Ja, da entlang und dann waren da vereiste Sachen. Das heißt, wir können nämlich jetzt dadurch, dass wir Eis kaputt hauen können, können wir jetzt hier den Rest des Dungeons sozusagen erforschen. Aber das da oben sieht doch schon wieder so super nach einer Arena aus, oder? Da erwartet uns doch wieder irgendwie so ein Zwischenboss oder sowas. Dann geht's nochmal restlich, Rätsel und dann kommt, die gute Quälerin. So, auf geht das. Und gemütlich mal hier lang wandern. Sieht doch schön aus. So, Achtung, wir müssen gleich darüber springen. Jawohl. Oh, das hat geklappt. Weitermachen. Nee, Krieg, du hängst doch schon dran. Ist alles gut. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ja, irgendwie wollte er nicht weiterklettern und dann wollte er auch nur noch nach oben. Oh, jetzt habe ich so viel Hells verloren für die Dummheit des Spiels. Das ist gemein. Das ist gemein, nur weil ich mich da festklippe. Das war jetzt nicht sonderlich nett, muss ich gestehen. Aber gut. Wir versuchen es noch einmal. Mit aller Kraft versuche ich dem Spiel klar zu machen. Ich will da rüber. Okay, er lässt mich jetzt nicht weiterklettern. Ich hänge jetzt hier fest und es geht nicht weiter. Warum kann ich nicht weiterklettern? Hallo? Das ist eine Wand. Ich gehe nochmal wieder zurück. So, machen wir es von weiter oben. Jetzt hat er es geschnallt. Alles klar. Kostet mich auf jeden Fall nicht die Hälfte meines Lebens. Aber hey, gönn dir, ne? Man muss auch mal ein bisschen... Ich will das uns einfach nur spannender gestalten. Da muss man auch mal... bisschen Leben opfern. Das ist völlig in Ordnung. So, ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Das war jetzt wieder der Anfangsraum. Ich hoffe, sie kommt nicht zurück jetzt. Ne. Moin! Na? Oh, warum weiche ich nicht aus? Oh, oh. Okay, alles klar. Oh, holy shit. Oh, weg. Das lassen wir mal lieber. Ah. Ich sag bloß, da kommen noch mehr von den Biestern. Ja. Oh, noch eine. Na cool. So ein normales Vieh. Und dann sie noch dazu. Klingt ja schon mal vernünftig. Oh, lass mich. Also ausweichen und ich, das läuft irgendwie nicht so gut, muss ich gestehen. Mit dem Handschuh kann man sie aus der Fasson bringen. Wie das Spiel mich immer dazu drängt, komm, nutz doch deine geile Chaosgestalt. Nutz sie doch. Und ich so, nee, lass mal. Nicht schon wieder so ein Vieh. Oh. Nein, wir tanzen nicht. Ich
will nicht mit euch tanzen, Mann. So viel Shit is going on. Ein kaputt hauen, noch ein kaputt hauen. Nix, ich will den kaputt haben. So, jetzt kommst du. Jetzt kümmern wir uns um dich. Warum ist sie nicht bescheuert geworden? Ich hab dich doch mit dem Handschuh gehauen. Also mit dem Ausweichen bei ihr, no chance. Wie mache ich denn das? Läuft nicht. Läuft einfach nicht. Ich krieg einfach voll auf die Fresse, ey. Oh Mann, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. So, wir dürfen irgendeine Tür jetzt betreten. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, welche. Aber hey, es läuft. Gucken wir mal. Also da hinten ist noch eine. Wenn wir uns umdrehen. In diese Richtung und dann Treppe hoch da. Aber da ist nix. Wir müssen wahrscheinlich erst nach oben. Lasst uns das ausprobieren. So, also ich könnte jetzt, ich bin ehrlich, ich könnte ein wenig Held, könnte ich gebrauchen. Diese komischen Damen, da könnte ich auch immer nochmal Tipps brauchen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich denen ausweichen soll. Links und rechts interessieren die nicht, die hauen die einfach trotzdem aufs Fressbrett. Also so wirklich was gebracht hat es leider nicht. So, war das denn jetzt die Tür, die aufgegangen ist? Irgendeine Tür ist geöffnet worden, aber das ist auch der einzige Weg in dem Raum, den wir noch nicht abgegangen sind. Also es kann eigentlich nur diese Tür gewesen sein. Wir gehen da einfach mal weiter, hoffen auf ein bisschen Hells hinter der Tür. Wahrscheinlich werden wir mit Gegnern belohnt. Ey, eine Cola-Maschine. Ein Getränkeautomat. Mit Seelen. Okay, wir landen mal auf der Plattform. Erstmal schauen wir uns um. Ob hier nicht noch unter Wasser wieder was versteckt ist. Wir sehen auf jeden Fall diese riesigen Teile. Die können wir wahrscheinlich verschieben gleich. Müssen die irgendwie aneinander schieben oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es rausfinden. Wir können das auf jeden Fall, glaube ich, hauen. Genau, dann wird es aktiv. Einen hauen wir wahrscheinlich, auf den anderen gehen wir rauf. Wir müssen ja hier hoch. Mal sehen. Darf ich die Dinger verschieben? Das ist meine erste Frage. Dann hätte ich ja so eine Idee. Nö. Ich darf sie nicht verschieben. Dann habe ich keine Idee. Mal sehen, wir hauen mal das Ding. Vielleicht habe ich doch eine Idee. Wieso bist du nicht gesprungen, Dödel? Mann, was war das denn? Boah, ich habe keine Lust, ey. Okay, gleiches Spiel hier erstmal. Mal sehen, ob uns das irgendwo hinführt. War ihm einfach egal. So, ne, du, springen ist so anstrengend. War ich zu langsam? Habe ich mir selbst nicht vertraut. Oh, das bleibt aber nicht lang oben. Das bleibt aber gar nicht lang oben. So, ist hier irgendwas? Ja. Aber nicht wirklich was Brauchbares. Wahrscheinlich einfach nur, um hier wieder zurückzukommen. Okay. Gut. Also was wir tun, scheint schon der richtige Weg zu sein. Ich habe einfach gerade nur versagt. Also alles gut. So, wenn er ganz oben ist, dann bitte genau den hier. Also, läuft doch. Bams, weiter geht's. Hells? Hat hier jemand Hells für mich? Nein? Warum hat denn hier niemand Hells? Oh, das sieht schon nicht gut aus. Sieht schon so aus, als müsste ich unglücklich werden. Hier geht's, wo geht's denn hier hin? Oh, da geht's schon weiter. Warte, falsche Richtung. Wir gehen erstmal da gucken. Kann ich das verschieben? Nö, aber ich kann draufklettern. Nö, auch nicht.
Das leuchtet jetzt rot. Da können wir, glaube ich, nicht mit unserem... Mit unserem Handschuh können wir da, glaube ich, nicht bei. Ne? Nein, der Handschuh geht nur für blau. Das heißt, wir müssen Feuer dahin bewegen und Explosionsdinger irgendwo finden. Aber wo sind Explosionsdinger? Das ist die Frage. Das ist die gute Frage. Hier sind keine. Da. Oh, Hells! Also, ist immerhin so ein Artefakt sogar noch. Jawoll. Stück des Lebenssteins. Ich könnte einen noch gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Also ein so ein Lebensstein würde mich schon sehr erfreuen. Also wirklich sehr erfreuen, wenn ich den noch kriegen könnte, bevor wir uns gegen die Quälerin messen müssen. Wir so eine ganze Lebensleiste mehr. Ist schon nicht verkehrt, ne? Muss man mal zugeben. So, wo ist denn jetzt hier irgendwas zum Wegexplodieren? Ich kann ja hier ohne Probleme, wenn ich jetzt meinen... Kann ich ja den nehmen und dann... Den. Und den. Das ist kein Problem. So, nur hilft uns das nicht, das da wegzumachen, weil wir brauchen noch was, was explodiert. Ne, einfach so. Bringt das nicht viel. Gut. Mal sehen, wo es das gibt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. In dieser Säule. Nein, keine Explosionssachen. Ich mach mal alle Stühle und Tische und so einen Scheiß kaputt. Das bringt ja manchmal was. Hm, gut, in dem Fall jetzt nicht. Hätte ja sein können. Hat denn hier irgendjemand Explosionssachen gesehen? Komm schon, Leute, hier muss doch irgendwo was sein. Ich muss Dinge finden zum Explodieren. Vielleicht ist es natürlich auch, wenn wir den Gang weiter entlang gehen, da hinten irgendwie bei den Monstern. Vielleicht ist es nämlich eine Sackgasse. Nicht wirklich eine Sackgasse. Aber ey, wir gehen mal gucken. Mir fällt nichts anderes ein. Das heißt, wir... Okay, es ist einfach nur ein dicker, normaler Typ. Okay, es ist ein dicker, normaler Typ mit Leuten, die Feuer spucken. Nein, 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 kein Feuer. Den dicken Typ wegwehen. Das Ding wegwehen. Nix. So, man konnte doch irgendwie zu Leuten auch hindashen, ne? Einfach nach vorne dashen. Ah, hier, guck mal, wir brauchen einen... Ah, was haben wir denn hier? Seht ihr das? Seht ihr das? Alles gut. Alles gut. Damit können wir uns also wieder zurück auf den Weg vom Anfang begeben. Oh, sag bloß, da sind jetzt neue Gegner gespawnt. Es klang so, als wäre was gespawnt. Ja. Ist aber nichts gespawnt. Gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Moin. Bombs. Ich hab da was für dich. So, und dann so und Metal. Okay, wir kommen weiter, wir kommen weiter. Es geht immer weiter, solange es weitergeht. Alles gut. Und was erwartet uns in dieser Tür? Ah, wir kommen nach der Arena näher. Ich sagte euch, da kommt die Arena. Und nach der Arena gibt es Schlüssel und dann verdient dann in Richtung Endboss, ne? Langsam. Geschmeidig. Oh, oh, das hat aber nicht lang gedauert. Also das ging jetzt sehr schnell. Der hat sich gleich entschieden, uns auf den Sack zu gehen hier. Leute, ihr müsst mal euch ein bisschen entspannen. Hier kommt nächster. Gleich alle aus der Luft reißen hier. Komm her. Ja, da guckst du blöd, ne? So, hier oben irgendwas? Nö. Hier unten irgendwas? Also man kann da nach unten. Man kommt auch wieder nach oben. Das bedeutet, wir gehen natürlich jetzt mal nach unten und gucken, was da ist. Hier ist nix. Hier kann ja nichts. Hier kann ja nicht nichts sein. Das geht ja nicht. Irgendwas ist immer. Siehst du? Da ist was. Aber wie kommen wir da ran? So, ohne weiteres nicht. Das heißt, wir können irgendwo in ein Loch springen. Landen dann hier. Und kommen von hier dann wieder hoch. Auch das werden wir schaffen. Dann gehen wir jetzt erstmal ganz schnell nach oben. Und versuchen dann den Weg in das Loch zu finden. Ich kann es hören, aber ich kann es noch nicht sehen. Vielleicht ist es auch auf dem Rückweg erst. I don't know, I don't know. Kann man das kaputt machen? Nö. Es muss einen anderen Weg dahin gehen. Wir gehen erstmal weiter. Wir müssen nur dran denken, dass da noch was kommt.
nichts kaputt machen. Oh, da kommt eine Heilkiste. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Wie viel Heilung haben wir denn noch? Ja, wir nehmen die sogar tatsächlich mal. Gönnen wir uns. Wenn die schon freiwillig so eine Kiste dahin stellen, bevor man in so einen Raum geht, der so Arena-mäßig... Wobei, es sieht echt, ist gar keine Arena. Alles cool. Oder es kommt gleich irgendwas Ungeiles. Wir werden es rausfinden. Oh, es sieht relativ unspektakulär aus. Ich habe mir hier echt Schlimmeres erhofft. So, hier geht's aber irgendwie auch nicht wirklich weiter. Da ist was. Ah. Einmal auftauchen, einmal gucken. Nicht viel los. Aha, wir kommen irgendwo nach oben. Alles klar. Da lang, da lang, da lang. Das ist wieder so ein Ding, womit wir mit unseren Flügeln nach oben fliegen können. Hui! Oh, scheiße. Okay, nochmal. Läuft bei mir. Okay. Lass mal gucken, ist hier noch irgendwas verstärkt? Nö. Jetzt drücken wir hier diesen Hebel. Oh. Okay, merken, geht nicht. Oh oh, da ist aber irgendwas unglücklich. Oh, nix, nix, nix. Greif ihn dir aus der Luft. Du musst ihn dir greifen. Na also. Wieso hört er nicht auf mich und greift es nicht? Das ist die einfachste und effektivste Art, mit den Viechern umzugehen. Einfach aus der Luft raus schnabulieren, bevor die uns zu doll auf den Sack gehen können. Bam. Wie gut das geht. Seht ihr das? Hui, ich gleite. Na komm her. Wo seid ihr? Ey, hat mir wehgetan. Kommst du wohl her? Kommst du wohl? Hallo? Oh, scheiße. Okay, ich nehme alles zurück. Manchmal ist es nicht so gut, sie aus der Luft zu greifen. Aber im Regelfall schon. So, hier ist eine Kiste. Und dann sind hier ganz viele... Da ist was zum Werfen. Die hauen die natürlich alle kaputt, man weiß ja nie. Was hier gegebenenfalls noch lauert. Okay, das Einzige, was lauert, war eine Bombenpflanze. Oh, und noch mehr Gegner. Hallo, wo kommt ihr denn alle her? Ah, aus diesem Kokon oder was? Ist das ein Kokon? Sieht ganz danach aus. Hui! Komm her. Immer in Bewegung bleiben, dann kann eigentlich nichts schief gehen, habe ich mal irgendwo gelernt. So. Okay. Wie machen wir das denn am schlausten jetzt? Frage ist, können wir den Kokon kaputt machen? Oh, hat mir wehgetan. Oh, ich sollte doch... Ich wollte den aus der Luft schnappen und zack, gleich wieder Aua gekriegt. Hätte ich lassen sollen. Na, kommt her, ihr Fettmeier. Okay, wir nehmen uns nochmal noch dieses Ding. Das hängt schon mal. So, jetzt müssen wir irgendwie da rauf. Möglichst ohne von diesen ganzen Scheißwesen vernichtet zu werden. Oder kriege ich das hin? Nee. Das geht schon mal vielleicht. Okay, hat das Teil leider nicht interessiert. Schade. Dann müssen wir jetzt irgendwie von hier nach da hinten. Ja, Hahn ist gut. Warte. War es das an Vögeln? Das war es an Vögeln. So. Hahn, wir wissen das doch. Ist doch gut. Ihr hört den Hahn kriegen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen eben fix hier kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.